Ihr habt Kartoffelpflanzen, die Pflanzen haben geblüht und nun hängen diese Kugeln an den Pflanzen dran. Kann man diese essen, wurde ich schon oft gefragt. Und was damit ist, warum die da hängen, ob man diese essen kann und so weiter. Diese Fragen werde ich euch alle in diesem Video beantworten. Also, wenn es euch interessiert, bleibt unbedingt dran, denn direkt nach dem Intro gibt es die Antworten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Gartentipp auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Zusch Vinzenz und ich möchte euch in diesem Video erklären, was diese Kugeln an den Kartoffelpflanzen sollen, ob man diese essen kann, warum diese entstehen und so weiter. Also zu der Frage, ob man diese essen kann, beantworte ich ganz klar mit Nein, niemals. Auch wenn diese aussehen wie Früchte, das sind nicht die Früchte, denn die Früchte sind unter der Erde. Also die Kartoffeln, die wirklich essbar sind, sind natürlich nur unter der Erde. Diese Kugeln enthalten Samen. Das heißt, wenn diese schön gelb sind, ausgereift sind, dann könnt ihr die Kugeln abnehmen, könnt diese öffnen und aus dem Fleisch die Samen herausnehmen, könnt diese trocknen und euch im nächsten Jahr dann Kartoffelpflanzen anziehen. Früher, als die Kartoffel zu uns kam aus Amerika, haben die Leute anfangs diese Kugeln gegessen und haben sich gewundert, warum ihnen schlecht wurde, warum sie Magenprobleme bekommen haben und so weiter. Denn die wussten damals noch nicht, dass man nicht das isst, sondern das in der Erde. Aber gut, dies ist ein anderer Punkt. Jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, was das hier ist, warum dies da ist. Und jetzt werden wir mal die erste Kartoffel ausgraben und mal schauen, ja, wie diese sich entwickelt hat. Seid gespannt. Und zwar nehmen wir gleich mal hier vorne die erste Kartoffelpflanze und ziehen die mal heraus und schauen mal, was an dieser Pflanze so alles dranhängt. Seht ihr? Und ich kann euch sagen, das sind kleine Frühkartoffeln. Also die könnt ihr schon essen, schmecken besonders gut, aber ansonsten ist die Pflanze noch nicht so weit, dass ihr diese essen könnt. Wir können jetzt mal schauen, was hier im Boden noch so drin ist. Und ihr findet hier überall kleine Kartoffelchen, welche ihr wunderbar als Quarkkartoffeln, also um euch Quark mit Kartoffeln herzustellen, machen könnt. Seht ihr, also es lohnt noch nicht unbedingt, die Kartoffeln rauszuholen. Lasst diese gerne noch eine Weile in der Erde drin. Denn es ist wirklich noch nicht so weit, dass man diese ernten kann. Man findet immer wieder, schaut, hier ist noch eine kleine Kartoffel. Und somit haben wir eine kleine Kartoffelernte gemacht, was jetzt von einer Pflanze ist. Es ist eigentlich das zu schade, noch das rauszuholen, aber vom Geschmack her sind diese schon recht gut. Diese beiden Kartoffeln, welche hier älter aussehen, sind nicht zum Essen. Das sind die Kartoffeln, aus denen die Pflanzen gewachsen ist. Also wenn ihr diese kocht, werdet ihr merken, die werden nicht weich werden. Die werden ewig steinhart bleiben. Also am besten wegwerfen. Nur die frischen Frühkartoffeln essen. Wenn die Kartoffeln längere Zeit im Boden drin sind, das heißt wirklich die 100 Tage und noch länger, dann werden diese auch zerfallen. Das heißt, ihr werdet diese gar nicht mehr finden. Aber da die Kartoffeln ja noch nicht lange drin sind und wir eigentlich nur die Frühkartoffeln ernten, sind diese harten
ja, Mutterpflanzen oder Mutterkartoffeln sozusagen noch enthalten. Wenn ihr noch Fragen zum Ernten der Kartoffeln habt, dann schreibt diese unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Abonniert auch gerne meinen Instagram-Account, um immer die neuesten Informationen noch früher zu erhalten. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video hoffentlich wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte entschuldigt den leicht etwas schlechten Ton. Es ist ein bisschen windig, das werdet ihr bestimmt in der Audioqualität merken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin.